Frau Kagerschwar, herzlich willkommen, grüß Gott, schön, dass Sie bei uns sind, da im Patientengarten im Krankenhaus der Elisabethinen vor dem heiligen Franziskus und mit mir ein klein wenig über die Fastenzeit und über das Leben und vielleicht über das Sterben plaudern. Vielen Dank für die Einladung, also ich freue mich wirklich sehr darüber, dass ich da sein kann heute. Ja, wir sind mitten in der Fastenzeit und das ist ein Thema, glaube ich, das uns alle momentan begleitet. Ja, tatsächlich. Scheinbar befinden wir uns ja gerade so in einer Dauerfastenzeit. Wenn man jetzt die Pandemie hernimmt, steigen wir gleich mitten ein ins Thema. Sie als Hoteldirektorin des Hotels Schloss Seggau haben wahrscheinlich Ihre eigenen Erfahrungen auch mit dem Dauerfasten. Wie geht es Ihnen jetzt in dieser Zeit des Verzichts? Ja, verzichten müssen wir in erster Linie auf unsere Kunden und Gäste. Das tut schon weh. Also das ist auch ein schmerzlicher Verzicht, das muss man schon sagen. Seit Anfang November haben wir geschlossen und jetzt über die Wintermonate durch das große, dunkle, stille, kalte natürlich auch Haus zu gehen, das war eigentlich, je öfter man es gemacht hat, desto schwieriger war es auszuhalten. Also das ist wirklich ein Verzicht und ein Fasten, das ich als wirklich sehr, sehr schmerzlich empfunden habe und ja auch für meine Mitarbeiter natürlich. Also das war ist natürlich auch eine Gruppe, die sehr darunter leidet, jetzt nicht arbeiten zu können, finanzielle Einbußen hinnehmen zu müssen, zu Hause sein zu müssen. Also auch für die gilt natürlich, dass diese Fastenzeit hoffentlich bald ein Ende hat. Ja, das glaube ich Ihnen. Wenn man jetzt so auf die Fastenzeit nochmal schaut. Sie haben jetzt eine Fastenzeit in der Fastenzeit. Darf ich ganz persönlich fragen, wie halten Sie es? Verzichten Sie auf etwas zusätzlich noch in dieser Einschränkung? Ich ganz persönlich versuche, also zumindest im privaten Bereich momentan auf Süßes und auf Alkohol zu verzichten. Das ist jetzt vielleicht jetzt irgendwie nicht das große Ereignis, weil das fällt vielen ein, sage ich jetzt einmal. Was jetzt aber so ist im Lauf der Pandemie auch, also und da fällt ja auch diese Fastenzeit jetzt trotzdem in diese Phase hinein, schon auch Thema für mich war, natürlich auf manches muss man verzichten, auf manches kann man auch verzichten, merkt man dann in dieser Zeit, also sich die Frage zu stellen, brauche ich das? Jetzt nicht als Verzicht, der wirklich wehtut, sondern einfach auf ein Draufkommen darauf, wie wenig man eigentlich wirklich braucht, wie viel man eigentlich zur Verfügung hat. Und diese Frage sich zu stellen, brauche ich das? Und dann drauf zu kommen, man braucht eigentlich relativ wenig, um sein Leben gut leben zu können. Wahrscheinlich weniger, als man glaubt. Gell? Ich glaube, das sind auch diese Fragen, die Sie, also wir stellen es uns jetzt in der Fastenzeit, weil wir eigentlich ein gutes, gesundes Leben haben. Unsere Patienten auf der Palliativstation und in den Hospizen, die fragen sich das, glaube ich, ganz oft, was ist jetzt wirklich wesentlich und was ist wirklich wichtig. Wenn Sie jetzt so auf sich schauen und jetzt auf diese Zeit, was würden Sie als sehr wesentlich erachten oder was vermissen Sie am meisten in diesen Wochen und auch Monaten mittlerweile des Verzichts? Ganz persönlich, muss ich sagen, gehen wir natürlich Menschen ab. Also das, was man an sozialen, also unter sozialen Kontakten versteht, die man ja vermeiden soll und von denen man sich fernhalten soll, so gut es geht. Aber das ist was auch je länger es dauert, desto mehr irgendwie so ja, als Verzicht sich anfühlt und als wirklicher Verlust jetzt momentan, also der sich vielleicht auch wieder einmal dann normalisieren wird. Aber das ist etwas, worunter man auch leidet. Und deswegen glaube ich auch, dass im Bereich eben Palliativ und ja, Krankheit vor allem, also das muss ja nicht dann also schon Krankheit am Lebensende sein, aber besonders natürlich dort, ich glaube auch dort ist einfach der menschliche Bezug der allerwichtigste. Das ist das, was trägt, das ist das, was zählt und das ist das, wovon man lebt bis zur letzten Sekunde. Ja, deckt sich sehr mit unseren Erfahrungen. Ja, das deckt sich sehr. Wir stehen ja da vor dem Roll-up vom Patenkalender. Sie sind auch eine Patin der ersten Stunde. Sie sind den Elisabethinen auch so sehr verbunden als Mitglied auch des Förderervereins Hospital St. Elisabeth. Wie haben Sie das gefunden, diese Idee der Patenschaft für ein Hospizbett zu übernehmen? Also die Idee hat mir von Anfang an also wunderbar gefallen. Also ich bin angerufen worden und man hat mir erzählt, das gibt es jetzt, die Idee haben wir, was halte ich davon und wäre ich dabei? Und dann habe ich gesagt, ja, da muss ich jetzt gar nicht überlegen, da bin ich sehr gern dabei. Und ich war ja immer wieder dann so in Gesprächen eingebunden, was kann man noch draus machen, wie kann man mehr Leute begeistern, eine Patenschaft zu
zu übernehmen. Und ich habe mir halt gedacht, es ist ja tatsächlich so, wenn man an den Anfang eines Lebens schaut, sprich Schwangerschaft, Geburt, ich habe selber zwei Kinder, also wie viel Mühe man da auf sich nimmt, wie viel Geld man investiert, was man da alles bedenkt und was man alles tut, damit dieses neue Leben gut auf die Welt kommen kann, von der ersten Sekunde weg. Und ich glaube, darf jetzt kein Unterschied sein, auch bis zur letzten Sekunde hin. Man lebt bis zur letzten Sekunde hin. Und deswegen ist es auch einfach unser Auftrag, unsere Aufgabe, bis zu dieser letzten Sekunde auch alles zu tun, sich auch um alles zu kümmern, was Leben ausmacht. Und wo man da unterstützen kann, da bin ich sehr gern bereit, dabei zu sein. Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit, auch für diese wirklich klaren und schönen Worte. Vor allem, dass Sie uns auch begleiten als Patin, also Sie das auch so dauerhaft übernehmen und auch dauerhaft für uns da sind und mit Rat und Tat wirklich sehr zur Seite stehen, weil für uns das ja auch Neuland war. Ich freue mich auf unser nächstes Gespräch und wünsche Ihnen noch eine angenehme Fastenzeit und ein wunderschönes Osterfest. Vielen Dank. Also den Wunsch kann ich nur zurückgeben. Wir stehen ja da im wunderschönen Garten der Elisabethinen. Beim Weg her habe ich gesagt, mein Gott, die Knospen, sie sind schon so dick. Also bald geht alles auf, bald ist alles grün und blüht wieder. Ja, nehmen wir das vielleicht in den Blick und als Perspektive jetzt auch für dieses Jahr 2021. Und ja, vielleicht für wirklich die Hoffnung auf ein Ende auch der Einschränkungen und der Großen. Hoffentlich bald offene Hoteltüren. Genau, das wäre für mich persönlich auch eine ganz, ganz große Freude. Das glaube ich. Alles Gute für Sie. Dankeschön. Danke vielmals.